Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Ark-Video. In diesem Video hatte ich vor, mal ein paar neue Dinosaurier zu zähmen. In der letzten Folge ging es ja richtig daneben mit dem neuen Dinosaurier. Jetzt hatte ich vor, mir einfach mal ein paar andere Dinos zu zähmen und vielleicht finde ich den so auf dem Weg. Dann würde ich auf jeden Fall versuchen, ihn zu zähmen. Aber ja. Ich hatte auf jeden Fall vor, vielleicht ein Iguanodon oder so zu zähmen, damit ich auf dem Land besser und schneller mich fortbewegen kann. Ja, dafür muss ich erstmal noch ein paar Narkosepfeile machen. Also erstmal ein paar Narkosebeeren sammeln. Und dann sehen wir uns gleich, glaube ich, wieder, wenn ich ein paar Narkosepfeile gemacht habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt insgesamt 48 Narkosepfeile. Das müsste eigentlich genügen. Jetzt muss ich nur ein paar Sachen mitnehmen, damit ich die Dinos auch zähmen kann. Vielleicht habe ich schon mal Narkosebären auch. Ich nehme noch ein paar normale Bären mit für Pflanzenfresser. Und dann kann ich eigentlich auch direkt losgehen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich dann gleich bei einem Dino, den ich dann zähmen will. Ja. So, ja, habe ich schon mal meinen ersten Dino, den kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, der ist bei dem neuen Update jetzt dazu gekommen. Was kam, den werde ich jetzt einfach mit einem Narkosepfeil bewusstlos kriegen. Zack. Der braucht wahrscheinlich Fische oder Fleisch. Das Problem ist, ich habe keine Fische, müsste ich erstmal wieder zurück. Ich tue aber mal Fleisch in sein Inventar rein. So. Und dann noch die Beeren. Mal gucken, ob der was davon isst. Ich glaube, der frisst nämlich Fisch, weil die da nämlich die ganze Zeit auf dem Wasser sind. Okay, da muss ich noch ganz schnell zurücklaufen. Lange werde ich dem noch. Oh, das wird nicht geplant. Aufheben. Und reinlegen. Dann muss ich nochmal kurz da unten in das Inventar rein. Und dann ein bisschen verbrauchen. So, ich gehe dann ganz schnell zurück. Wir sehen uns gleich, wenn ich wieder da bin. So, ich habe gerade ein bisschen Fisch geholt und jetzt sehe ich, er ist weg. Geil. Ich habe jetzt umsonst einen weiten zurück gemacht, also einen Bogen. Eigentlich so weit weg. Der Weg war ja das gar nicht. Also einmal hier so rum und dann darüber. Muss ich jetzt ja laufen. Vielleicht kann ich ihn auch so, wenn er in der Luft ist, wegsnipen, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ne, hat bis. Ah ja, lande gerade. So. Nice. Inventar öffnen. Ein weiblicher Pelagornis. So, dann müsste der das jetzt eigentlich essen. Ja, Zähmung 0,0%. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Das ist Level 10. Ich frage mich, ob man mit dem fliegen kann. Also, er sieht so aus, als ob der fliegbar ist, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu klein. Aber der ist doch nichts. Komisch. Da ist auch noch ein Brontosaurus.
Ach, da ist noch einer von diesen Vögeln, glaube ich. Hä, warum ist da denn nichts davon? Dauert das so lange? Oder warum dauert das so lange? Oder müsste doch was anderes essen, weil ich meine, was soll er denn sonst essen? Der holt sich ja auch die ganze Zeit Fisch und sowas. Weil ich glaube, weil er gar keinen Hunger hat. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen weg und komme gleich wieder. Das hier war ja ein Brontosaurus. Männlich. Okay. Dann werde ich jetzt mal kurz warten. Bis der, ich laufe nochmal zurück und gucke, ob der überhaupt damit gezähmt wird. Lag der jetzt nochmal hier irgendwo, ne? Ja, okay. Dann sehen wir uns gleich, wenn er gezähmt ist. So, der Pelagon, das müsste gleich fertig gezähmt sein. Der hat 94%. Der war jetzt extrem teuer sozusagen. Ich habe so zwischen 15 und 20 Narkosebären dem jetzt gegeben. Und der hat auch die Hälfte vom Fleisch bis jetzt aufgegessen. Also der war echt teuer. Gleich in meiner Basis werde ich dann noch gucken, ob man den reiten kann. Wenn nicht, finde ich das trotzdem nicht so schlimm. Weil ich finde ihn eigentlich voll cool. Ein Flugsaurier, der etwas größer ist, aber den man nicht reiten kann. Und ich finde, der sieht eigentlich auch ganz schön aus. Jetzt muss ich mir erstmal einen Namen für den überlegen, der wirklich Level 14 auf jeden Fall sein. Und ja. Ja. Und der ist gezähmt. Nice. Also ein Pelagon. Ich nenne den einfach mal. Und war es ein Weibchen oder ein Männchen? Ich glaube ein Weibchen. Ich nenne jetzt einfach mal Perle. Einfach mal so. Und er macht auch. Der macht richtig geile Geräusche. Das ist der ist ein weiblicher, der Vogel. Also, ja! Er kann geritten werden. Er kann geritten werden. Mega krass. Ab welcher Stufe muss ich jetzt mal gucken? Also, das ist ein. Ah nein, ich bringe ihn erstmal zu der Basis. Also, er macht auf jeden Fall mega nice Geräusche. Also, ich könnte sogar, der könnte sogar besser sein als der Pteranodon. Der Pteranodon, der ist ja total schwer zu stören, finde ich. Mit dem Absteigen und sowas. So nervig. Und seine Fluggeräusche finde ich eigentlich auch ganz geil. Es hört sich irgendwie mächtiger an als von einem anderen Vogel. Dann laufe ich jetzt erstmal nach Hause und dann gucke ich mal, ab welcher Stufe ich den kurven kann oder ob ich den in der Werkbank oder so machen muss. Und das Geile ist auch, der kann ja, glaube ich, sogar irgendwie auf dem Wasser schwimmen. Dann könnte ich den sogar als sozusagen Floß benutzen, nur für eine Person. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall sehr gut. Der ist vielleicht sogar einer meiner Lieblingsdinosaurier. Ja. Mal gucken. So, mir ist gerade heiß, das ist mir aber egal. Alle anhalten. Also ein, halt mal. Der hieß ja Pelagon.
Dann gucke ich jetzt mal nach Pelagones. Sattel. Oh, das war jetzt nicht geplant. Einen Moment. Ja. Nichts. Moment mal, er heißt aber auch so, oder? Ja, ohne R. Ich gebe mal einen Pela. Pelagon Sattel ab Level 30. Wie viel kostet der? Oh Gott, Chitin, Fasern und Leder. Das könnte sogar fast ausreichen. Ich habe nämlich noch irgendwo ein bisschen Chitin und Keratin. Da kann ich mal hier überall nachgucken. Hier nicht. Hier bleibt ich auch nicht. Einen Moment. Hier auch nicht. Dann glaube ich hier im Pteranodon oder in den Todos. Also hier habe ich, ja, fast ausreichend. Und da hat auch ein neues Level. Ich bekomme gerade so viele Level. Als ich gewonnen habe, ist der, Rezent, das habe ich 2 Level gemacht. Oder, nein, ich habe 4 oder 5 Level gemacht. Und ich habe genug. Nice. Ich habe genug. Perfekt. Erstmal nochmal auf Bewegungsgeschwindigkeit. Und dann werde ich den direkt mal craften. Dann gucke ich auch direkt nochmal, was ich dafür brauche. Ich gucke jetzt erstmal, was ich Neues bekommen habe. Ein Sattel, ein Laseraufsatz und Baumplattform aus Metall. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt mal bei Level 30 gucken. Hä, aber den gab es noch bei Level 30. Warum steht ja jetzt nichts? Ja, moin. Dann gucke ich mal hier. Der hier müsste es, glaube ich, sein. Nein, der Pteranodon. Hier, der. Fasern und Leder brauche ich noch. Die kann ich ja ganz einfach beschaffen. Ich glaube, Leder brauche ich noch, muss ich noch ein bisschen holen. Ah, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Leder. Fasern sind hier auch noch. Aber das reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr Leder. Nein, Fasern. Ne? Nein, Leder brauche ich mehr. Hier ist, glaube ich, kein Leder mehr drin. Ne? Leder. Ne? Ah, doch, ein bisschen, aber das habe ich jetzt nicht. Ich nehme, glaube ich, die Reste, die noch im Raptor drin sind. Das müsste jetzt reichen. Nein, immer noch nicht. Mir fehlt noch. Oh. Mir fehlt doch noch etwas. Nicht. Also, mehr als etwas. Vielleicht gibt es in irgendeinem irgendeinem Dino hier noch Leder. Vielleicht hier bei denen. Inventar öffnen. Wo war denn Mango? Und Mango war viel drin. Mango hier. Inventar öffnen. Ne, Leder ist hier nicht mehr drin. Dann vielleicht hier. Nee, auch nicht. Dann den hier. Hier müssen dann noch Leder drin sein, vielleicht. Nein. Nein. Hier auch nicht. Und dann gucke ich noch bei den 2 rein. Auch nichts. Und hier bestimmt auch nichts, ne? Ja.
Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder, wenn ich ein paar Dinos eliminiert habe und genug Leder habe. Mir fehlt noch ein bisschen. Mir fehlen noch 150, glaube ich, ne? Ja, 150. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich genug Leder habe. So, das Leder habe ich jetzt zusammen. Leider regnet es jetzt ein bisschen, aber das ist ja nicht schlimm. So, dann zack, erstmal craften und dann dem Dino dran setzen. Direkt noch ein Level. Ich habe insgesamt heute, glaube ich, 7 oder 8 Level so plus gemacht. Auf jeden Fall sehr nice. Zack. Dann mal Level 62. Hier. Klimaanlage. Oh mein Gott. Ey, das ging jetzt so schnell. Hätte ich niemals gedacht. Jetzt kann ich mir endlich Betäubungsfrage machen. Geil. Okay. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall 4 einfache Dinos farmen. Und also die Dinos. Oh, ich fange mal raus. Schnell mal was essen. Aber mal ganz schnell. So. Und dann setze ich mal den Dino den Sattel an. Den Sattel aus. Und lecker. Muss ich, glaube ich, auf Ausdauer gehen, damit ich besser mit dem fliegen kann. Oh. Der ist auf jeden Fall sehr langsam. Aber dafür, glaube ich, ich hoffe, dass er sich besser lenken lässt. Ja. Und der müsste, glaube ich, noch. Ja, der hat noch. Ich glaube, der verliert sehr langsam aus der Lage. Das kann man nicht sehen. Bei mir ist jetzt dieser blöde Fehler. Aber jetzt habe ich direkt ein Problem gelöst. Ich kann endlich außersehen mal auf Zimmer schreiben. Wo ist das denn? Oh. Hä? Moment mal, wo ist das denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, hier, Perle. Ausdauer hat. Da kann ich das jetzt nicht so gut sehen. Aber ja, ja, der ist auf jeden Fall perfekt für ein paar Sachen. Ich habe jetzt 2 Sachen bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Einmal ein Flugsaurier, mit dem man schön lange in der Luft bleiben kann. Und dann habe ich einfach auch noch mal Betäubungsfalle bekommen. So, das war es jetzt auch mit dem Video. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ich wollte mich auch mal für die 100 Abonnenten bedanken. Ja, mega mega nice und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ciao ciao.